So, Sportmagazin Schwaben, sogar begleitet. Ja, Freitag 19 Uhr, die Bezirksliga Nord, den TSV Neuses. Ja, im Spiel gegen den TSV Wattingen. Gesponsert wird das Ganze von DM Leasing in der Eschenhofstraße 73. Ich habe hier ja, den Juniorchef, den Benjamin Demeter, Leitung für Controlling und Personalbetreuung. Benjamin, herzlich willkommen bei Schwaben Soccer. Ganz herzlichen Dank. Schönen guten Abend. Ja, vielen Dank für das Sponsoring. Wir haben hier den Trainer Marco Löhring, den Abteilungsleiter, ja, den Ernst Grendlinger und natürlich sportliche Leitung Günter Hausmann. Herzlich willkommen euch alle. Ja, fangen wir mit dem Benjamin an. Benjamin, erzähl uns ein bisschen was, wie das Sponsoring jetzt für Freitag zustande gekommen ist. Für euch ja, glaube ich, immer so ein kleiner Anfang, um sich ja in der Region ein bisschen bekannter zu machen, auch in Sachen Sport und Sponsoring. Ganz genau, so ist es auch, so ist auch die Situation. Wir wollen uns regional ein bisschen bekannter machen. Zustande gekommen ist das Ganze durch unseren Mitarbeiter, den Marco, der ja auch bei uns arbeitet. Und der hat uns angesprochen, beziehungsweise mein Vater, ob wir nicht auch am Fußball interessiert sind, weil die Firma ist eigentlich sehr Eishockey-affin. Und wir haben gesagt, klar, das machen wir. Kommt auf jeden Fall für uns in Frage. Und haben dann 2-3 Takte drüber geredet und so ist es zustande gekommen bei uns. DM Leasing ist aber nicht nur DM Leasing, sondern unter anderem? Ganz genau, der Name ist ein bisschen irreführend, weil wir mit Leasing eigentlich nicht allzu viel zu tun haben. Die Firma DM Leasing ist für den ganzen Bereich Großhandel zuständig. Wir haben auf unserer Internetseite nwza.de den Bereich für unsere Endkunden, läuft unter der Rubrik Neuwagenzentrum Augsburg. Und da kann man dann für jeden als Endkunden die Autos dann begutachten, die wir für die Endkunden anbieten. Ja, soweit einmal über DM Leasing. Ja, wir haben natürlich den Trainer und den Abteilungsleiter. Ich ziehe mal den Abteilungsleiter vor. Wir haben den Ernst Grendlinger hier. Ja, Ernst, wir arbeiten eigentlich auch jetzt so das erste Mal dann am Freitag intensiv zusammen. Wir haben Neuses natürlich schon mal begleitet, nicht aber so intensiv wie jetzt am Freitag. Für euch geht es natürlich auch um was. Momentan, ja, Platz 3, 54 Punkte. Ja. Ihr könntet die Saison eigentlich noch krönen, indem ihr am Freitag gewinnt und dann noch ja, im Kampf um Platz 2 mitmischt. Ja, rein theoretisch schon. Aber die Chance ist natürlich sehr klein, weil wir sind ja eigentlich 7 Punkte hinter Türkspor Augsburg. Und in den paar Spielen das aufzuholen, ist theoretisch möglich. Und solange es theoretisch möglich ist, wollen wir die kleine Chance auch versuchen zu nutzen. Aber die Chance ist klein, dessen sind wir uns bewusst. Höchstwahrscheinlich wird es nicht mehr reichen. Aber wenn uns die anderen Mannschaften die Chance geben, das heißt, dass sie schwächeln, dann versuchen wir zuzuschlagen und unsere Spiele zu gewinnen. Ja, fragen wir mal den Trainer Marco Löhring. Ja, im Winter übernommen, Neuses. Ihr habt einen guten Lauf, ihr spielt eine gute Runde. Marco, wer dich kennt, der weiß, du willst den zweiten Platz nur erreichen irgendwo. Nach außen hin erzählt man zwar was anderes, die Geschichte kennen wir alle. 54 Punkte, jetzt kommt Wattingen, 54 Punkte. Die haben zuletzt geschwächelt, zu Hause verloren gegen Lauingen, ihr 4-0 gewonnen. Alles andere als ein Sieg zählt für dich eigentlich nicht, oder? Ja, zu Hause oder generell, ja. Ich bin eigentlich Sportler durch und durch und gehe in jedes Spiel eigentlich so rein, dass ich es gewinnen will. Weil wer das nicht möchte, der hat, glaube ich, auch im Platz nicht viel zu suchen sein oder im Mannschaftssport. Wer da in jedes Spiel reingeht und sagt, ich will verlieren, ich glaube, das ist nicht gerade passend. Klar, Werting hat am Samstag verloren, habe dafür aber am Montag im Pokal gegen Ichenhausen 2-1 gewonnen. Das darf man auch nicht vergessen. Von daher revidiert sich die Leistung am Samstag meiner Meinung nach wieder ein bisschen. Und also ich hoffe, dass es einfach ein gutes Spiel wird, dass es Spaß macht, jeder verletzungsfrei bleibt und wir natürlich am Ende die 3 Punkte zu Hause behalten. Das ist eigentlich unser Ziel. Und dann, wie gesagt, ihr habt es ja alle schon angesprochen, schauen wir mal, wie es dann noch weitergeht. Ne? Wie gesagt, wir sind abhängig von anderen Vereinen, dass die unsere Gegner natürlich schlagen oder unsere Mitkonkurrenten. Und wenn das dann im Endeffekt so kommt und wir gewinnen weiter unsere Spiele, dann nehmen wir natürlich alles dankend an. Ja, wir haben natürlich noch jemand ganz wichtigen beim TSV Neuses, den Günter Hausmann, sportlicher Leiter. Günter, mit der Runde bisher so jetzt zufrieden, seit der Marco da ist, was macht seine Arbeit aus? Du bist nah dran, du kannst es beurteilen.
Ja, die Arbeit von Marco ist natürlich eine sehr gute. Er arbeitet anders als sein Vorgänger Stefan Schmidt, der auch gute Arbeit hier geleistet hat. Marco ist näher bei den Spielern dran. Das ist schon alles bedingt. Dann natürlich, die Spieler profitieren auch unheimlich von seiner Erfahrung als Fußballer. Wie er das rüberbringt, wie er den Schnitt vom Profi zu den Amateuren macht, ist wahnsinnig gut. Marco geht sehr intensiv auf die einzelnen Spieler ein, macht sich um die Spieler große Gedanken, wie bringt er sie weiter. Und er hat auf den einen oder anderen Spieler schon mal ein ganz Stück weitergebracht und mir macht es Spaß, wenn ich die Entwicklung der einzelnen Spieler sehe. Ja, man sieht es auch an den Ergebnissen. Ihr spielt momentan nicht um die goldene Ananas, wie man es befürchten musste. Für dich als sportlicher Leiter, wie wichtig ist es jetzt, gerade am Schluss der Saison, dass man jetzt auch diese Leistungen, was die Mannschaft derzeit ja zeigt, dass man die wiederholt und Konstanz reinbringt. Ihr wollt ja natürlich auch mit tollen Spielen, mit Siegen das Publikum in Neusses wieder ins Stadion locken. Ja, es sind eigentlich mehr Dinge. Zum einen mal ist es wichtig, dass wir jetzt erfolgreich spielen, um den Kader so zusammenzuhalten, wie er ist und auch gut zu ergänzen, dort wo es notwendig ist und wo es auch gelingt. Und eine Mannschaft, die im Aufwind ist, tut sie nicht leichter, den einen oder anderen Spieler vielleicht zu bekommen, als wenn man hier eine Niederlagenserie hat und ganz anders mit den Spielern argumentieren muss. Also sagen wir von der Hinsicht ist die Mannschaft mit Sicherheit interessant. Neulich hat ein Spieler zu mir gesagt, TSV Neuss ist ein ganz geiler Verein, das macht Spaß hier und das müssen wir halt einfach auf die Art auch nach außen mal bringen. Und das ist wichtig, wenn die Spieler das auch erkennen. Und ich glaube, das ist ein Ansatzpunkt, den einen oder anderen dann doch zu bekommen, den wir vielleicht noch brauchen. Ja, jetzt am Freitag, wie gesagt, kommt der TSV Wattingen. Es ist kein gewöhnliches Spiel. Wir machen zusammen mit der Firma DM Leasing, mit dem TSV Neuss, mit Schwabensacker. Wir begleiten das Spiel, wir machen aber ein Rahmenprogramm. Vielleicht kann der Ernst ein bisschen was dazu sagen, was wir alles haben. Ja, was wir alles haben, wir werden Eintrittskarten vom FCA verlosen und wir werden ein unterschriebenes Trikot vom FCA verlosen unter den Zuschauern. Da schauen wir noch, dass wir ein paar Leute organisieren, die dann damit rumlaufen und dann diese Lose da verkaufen. Ich denke, dass wir 2 € für diese Lose verlangen. 2 € ist, glaube ich, okay für ein Trikot mit allen Unterschriften. Und ja. Ja, wir haben ja natürlich Karten, du hast es angesprochen, das letzte Heimspiel Frankfurt kommt, der Armin Fee. Es gibt sicherlich im Stadion dann noch eine Saisonabschlussfeier. Es gibt Freibier, also schon mal ein doppelter Grund, da hinzugehen und sich ein paar Becher abzugreifen. Und ist sicherlich nach der Saison ein tolles Spiel zum Ausklang einer sensationellen Saison vom FCA. Wenn man dafür 2 € dabei sein kann, ich glaube, das ist nicht zu viel verlangt. Nein, das glaube ich ist ganz ordentlich. Und das ist ja auch ganz super, wie Schwabensacker das organisiert hat und da praktisch mit einem festen Plan auf uns zugekommen ist, weil wenn wir das zu machen gehabt hätten, dann hätten wir sicherlich ja erst überlegen müssen, wie machen wir das, wie organisieren wir das. Und da ist es natürlich immer hervorragend, wenn man auf einen Zug aufspringen kann, wo das schon organisiert ist. Also das ist ganz hervorragend und ich hoffe natürlich auch sehr, dass das die Zuschauer in Neuss auch annehmen, dass die zum Spiel kommen und sich das auch anschauen. Deshalb haben wir es ja auch am Freitagabend gemacht. Eigentlich wäre es ja gleichzeitig zum FCA-Spiel gewesen. Und das haben wir, hat der Günther ja verschoben, dass wir also da eine separate Zeit haben. Und Flutlichtspiel, denke ich, ist auch mal ganz schön am Abend, dass man sieht, wie hell das Lowald-Stadion erleuchtet werden kann, dass man da ordentlich Fußball spielen kann. Und dann, denke ich, wird das auf alle Fälle erfolgreich sein. Ja, Ernst, ich nehme deine Worte zum Abschluss. Du hast es gesagt, ohne Sponsoren geht sowas nicht. Daher bedanke ich mich nochmal beim Benjamin Demeter von DM Leasing Neuwagenzentrum Augsburg. Recht herzlichen Dank. Benjamin, du hast uns für Freitag aber zugesagt, du kommst. Jawohl. Wir machen eine Pressekonferenz. Wir versuchen auch noch einen FCA-Spieler über den Marco vielleicht hinzuzubekommen, der dann das Trikot oder die Karten übergibt. Wenn nicht, Benjamin ist auf jeden Fall dabei. Sehr gerne. Wir haben natürlich hoffentlich auch einige Kinder dann am Platz. Ihr habt eine große Jugendabteilung. Vielleicht schaffen wir da ein bisschen was. Günther kann da vielleicht noch was dazu sagen. Wir haben also alle unsere jugendleitende Personen verständigt, auf das Spiel nochmal hingewiesen und auch darum gebeten, dass sie kommen. Um 17.30 Uhr spielt die G-Jugend, um auch hier ein Zeichen zu setzen, dass wir sagen, wir binden die Jugend an so einem Tag mit ein. Ja, wie gesagt, Benjamin Demeter von DM Leasing, Marco Löhring, Ernst Grendlinger, Günter Hausmann. Herzlichen Dank fürs Interview. Liebe Fußballfreunde, Freitag 19 Uhr, Bezirksliga Nord, der TSV Neuss versucht, ja, im Kampf um Platz 2 Anschluss zu halten. Wir würden uns freuen, wenn er vorbeischaut. Danach könnt ihr ja auf den Blätter gehen mit dem FCA-Trikot, mit FCA-Karten. Unterstützt die Mannschaft aus der Region. Und ich sage danke und wir sehen uns am Freitag, 19 Uhr. Dankeschön.